Rege Bautätigkeit im Blankenburger Stadtteil Ösig. Der ehemalige Sportplatz am Bayersdamm wird zu einem Wohngebiet. Die Erschließungsarbeiten für die insgesamt 18 Parzellen sind fast beendet. Auch der Untergrund für die Anliegerstraße ist bereits zu erkennen. Während hier bereits neu gebaut wird, lässt die Blankenburger Wohnungsgesellschaft Plattenbauten der Südwestecke aus den 80er Jahren im Adolf-Ledebohring abreißen. Von den rund 100 Wohnungen standen in diesem Bereich über die Hälfte seit Jahren leer. Deshalb entschloss sich die Wohnungsgesellschaft, die Gebäude mit den Eingängen 6 bis 13 abzureißen. Gefördert wurde diese Maßnahme zur Hälfte mit Geldern aus dem Programm Stadtumbau Ost. Der Schutt wurde bereits abtransportiert und die Baugruben werden nun verfüllt. Auf dem Areal will die Wohnungsgesellschaft dann einen Komplex mit 24 altersgerechten 2- bis 3-Zimmerwohnungen errichten.